Hi Leute, auch auf Reisen in der Natur kann ich nicht wie der letzte Hund rumlaufen und muss ein bisschen auf mein Äußeres achten. Besonders, da ich vor der Kamera stehe und euch vor dem Bildschirm nicht verschrecken will. Deshalb habe ich immer diesen Kulturbeutel mit dabei, in dem alles drin ist, was ich für die körperliche Pflege brauche. Zuallererst das, worauf ich nicht verzichten kann und sollte, und zwar mein Zahnzeug. Hier habe ich Zahnpasta und Zahnbürste. Ohne diese beiden Sachen fange ich eine Reise gar nicht erst an, denn das wäre mir viel zu gefährlich. Ohne die tägliche Pflege stinkt man nicht nur aus dem Mund, sondern Zähne und Zahnfleisch gehen auch sehr schnell flöten. Von daher niemals vergessen, sehr, sehr wichtig, immer mitnehmen. Das nächste Wichtige in meinem Kulturbeutel ist natürlich mein Rasierzeug. Hier habe ich einmal Rasierschaum, einmal den Rasierpinsel und natürlich den Rasierer selbst. Da mir leider kein Bart steht, bleibe ich lieber glatt und rasiere mich alle zwei Tage während der Reise. Und ich mache das nicht elektrisch, weil natürlich am nächsten Baum keine Steckdose zu finden ist. Deswegen mache ich das lieber ganz klassisch, denn so geht Rasieren immer. Um mich zu sehen, nehme ich dann die glatte Oberfläche eines Wasserkörpers oder wenn das nicht geht, dann habe ich in meinem Survival Kit immer einen Spiegel dabei. Um meinen Körper zu reinigen, habe ich auch immer ein volles Duschgel mit dabei. Am besten ist es, wenn man ein biologisch abbaubares nimmt, weil so geht man sicher, dass man an der Natur keinen Schaden anrichtet. Diese Dinger sind übrigens ziemlich praktisch, weil man damit nicht nur seinen Körper waschen kann, sondern auch die Haare und, ob man es glaubt oder nicht, sogar die Kleidung geht damit sauber und man braucht wirklich nur geringe Mengen davon. Ich wasche mich normalerweise an Seen, Flüssen, Bächen, eigentlich überall, wo es sauberes Wasser gibt. Zum Abtrocknen benutze ich dann immer so ein schön komprimiertes Handtuch. Das ist eigentlich verdammt groß, wenn ich das jetzt hier mal so ausbreite. Also natürlich ist es immer noch klein im Vergleich zu den Handtüchern, die man zu Hause hat. Aber es reicht, um sich komplett damit abzutrocknen. Und das Schöne an dem Handtuch ist, wenn man das richtig rollt und quetscht, dann kann man das so klein machen, dass es im Endeffekt im Kulturbeutel oder im Rucksack dann so gut wie keinen Platz einnimmt. Und das finde ich ziemlich geil an dem Teil. Jetzt habe ich sie leider nicht dabei, aber was auch wichtig ist und was viele Leute vergessen, auf längeren Reisen eine Nagelschere mitzunehmen. Denn es ist nicht nur ein bisschen lässig, wenn die Nägel immer länger werden, sondern darunter sammeln sich viele Bakterien, Schmutz und das verbreitet Krankheiten. Deswegen wichtig, immer wieder die Nägel abschneiden. Ziemlich wichtig im Sommer ist die Sonnencreme. Besonders ich als heller Hauttyp muss darauf achten, dass ich Sonnenbrand vermeide. Aber auch für euch ist der Sonnenschutz ziemlich wichtig, denn sonst altert die Haut schneller und das Risiko für Krebs steigt an, was keine so besonders angenehme Sache ist. Immer wenn im Sommer die Sonne knallt, trage ich das Zeug sofort auf. Auch wenn ich im Wald unterwegs bin, denn auch dort kann die Haut angegriffen werden. Ja, dunkelhäutige Menschen haben da einen kleinen Vorteil, worauf ich ein wenig neidisch bin. Für mich auch unverzichtbar, ein Kamm. Ohne das Teil kriege ich meine unbändigen Haare nicht wirklich in den Griff und sehe von Tag zu Tag nur noch monströser aus. Das dient zwar gut als Abschreckung gegen Tiere in der Wildnis, aber für euch als Zuschauer ist das natürlich wieder nicht so toll. Wer keine so langen Haare wie ich besitzt, der kann natürlich auf einen Kamm komplett verzichten. Was natürlich auf keiner Reise fehlen sollte, ist Klopapier. Ich mache das meistens so, dass ich mir einfach von einer Klopapierrolle ein paar Meter abwickle und die dann hier so zusammen knülle oder falte, sodass die so wenig Platz wie möglich verbrauchen. Die stecke ich dann einfach mit in den Kulturbeutel und weiß, dass mein Hintern dann immer wieder sauber gemacht werden kann. Wer möchte, der kann sich zusätzlich zum Klopapier auch so eine Packung Taschentücher mitnehmen. Aber ich finde, das ist nicht nötig, weil man das Klopapier genauso gut als Taschentücher benutzen kann. Was ich auch immer unbedingt mit in meinen Kulturbeutel lege, ist eine Packung Kopfschmerztabletten. Denn man weiß nie, wann es einen auf der Reise erwischen kann, besonders bei großer Anstrengung oder großer Hitze. Deswegen habe ich immer ein paar Kopfschmerztabletten dabei, denn mit Kopfschmerzen rumzurennen ist das Blödeste, was einem auf einer Reise passieren kann. Deswegen habe ich lieber immer zumindest dieses Medikament mit dabei. Das ist auch schon alles, was ich in meinem Kulturbeutel brauche. Natürlich kann man auch mehr mitnehmen, aber achte darauf, niemals zu viel einzupacken. Manche Menschen haben vielleicht etwas mehr Bedarf an persönlichen Medikamenten oder an Körperpflege. Aber für mich ist das hier das Nötigste, das ich auf einer längeren Reise brauche. Jeder muss dann im Grunde genommen selbst entscheiden, was er braucht und was er nicht braucht. Aber fang bloß nicht an, einen Föhn mitzunehmen. Das ist also mein Kulturbeutel und sein Inhalt, mit dem ich jederzeit frisch und sauber vor die Kamera treten kann. Ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Teil meiner Ausrüstung wieder. Also, bis dahin.